Ey, warst du eigentlich schon mal in der Twitch-Welt unterwegs? Ja. Yeah. Alles Stream. Ey, Holmes. Immer wenn ich call. Homie, mein Shit ist Bio. Was gibt es heute schönes Abend? Was machen wir heute? Ich mach den Reis, und zwar nicht irgendeinen Reis, sondern Reis nach Borgart. Grandmaster Borg Reis. Und du machst eigentlich den Curry dazu, ja? Wir machen es gerne, Mann. No, no, no. Genau, ihr könnt sagen, Borg, Adnan, Mr. C geht auch noch. Nicer Bartwuchs hat mit der News, ja. Aber sieht man den überhaupt bei schwarzen T-Shirts? Sieht man den überhaupt auf dem Ding? Ich darf mein T-Shirt nicht ausziehen, sonst wird der Typ gesperrt. Bis hierher, bis zum Schienbein geht der Bart. Aber genau, der ist hochgeknöpft. Der ist umgeknöpft, Leute. Hey, warst du eigentlich schon mal in der Twitch-Welt unterwegs? Ja. Yeah. Man muss dazu sagen, Adnan ist... Der Tourman, nee, der Booker. Booker. Der Booker, Live. Der Live-Booker von Savas, aber agiert auch als Koch. Als Tourmanager. Mittlerweile nicht mehr. Aber ich wollte gerade die Zeiten sagen, dass wir ja in diverse Lokationen kamen, ja. Und der Veranstalter hatte bereits ein Weizenglas vor Ort parat. Pflicht, Teil vom Vertrag. Ich dem Bruder ruhig erzählen, was ich hier mache. Ich mache Reis. Leckeren Reis und zwar Bio-Jasmin-Reis. Und immer schön mit Liebe. Bei Reis muss man mit Liebe die ganze Zeit mit dem Löffel scheppern, sagst du? Drehen. Und am besten, das mache ich eigentlich da immer ungelogen. Was? Positive Vibes, immer schön singen. Dann tun wir hier auch noch ein bisschen Kokosnuss rein. Das geht dann auch mit dem Geschmäckle. So, und jetzt kommt Kichererbsen mit dazu. Habt ihr gehört? Kichererbsen in den Reis und schön mit Liebe hier umrühren. Wie ist der Handwerker King nochmal? Weißt du, wen ich meine? Hör mal, wer da hämmert. Adnan? Hämmert er? Zeig mal. Auch die Serie heißt Hör mal, wer da hämmert. Ach, sehr genau, hör mal, wer da hämmert. Also, hämmert er. Ist so, hör mal, wer da hämmert. Hämmert er. Oh. Eule, kannst du dich an den Song erinnern? Tourbus. Ja, Mann. Feierabend. Ey, Holmes. Ey, ist schön, das hat mich schon verdrängt. So drei Jahre später. Weißt du, wisst ihr, wie laut es war im Bus? Alles durchgedreht von Anfang. Shit, Dark. Das war geil. Ja, für euch schon. Du warst eine miese Nummer. Im falschen Bus aufgedacht, hey, weißt du, ist das so? Was? Ja, genau. Und es sah mich rum aus wie auf dem Schlachtfeld. Dreh durch, Adnan, dreh durch. Tanzen darf man auf Twitch, oder? Ja. Ist das so laut? Ja, ist das. Shit. Und dann schreib ihm, wie es riecht. Ey, meine Socken, Nackensport und Dusche. Jetzt machen wir erstmal Zwiebeln in Reis. Du kennst dein Rezept auch nicht, ja? Ich kenne nie ein Rezept. Ey, aber sag mal, wie waren die Mac and Cheese? Die waren nicht schlecht, ey. Für das Kalb war sogar sehr cool. Findest du nicht krass, dass ich mich von diesem Lieferando-Wahnsinn getrennt habe? Gott sei Dank. Halleluja, ey. Ja, ein Dunst. Ja, oder? Ja, kann man machen. Wie viel Chili? So eine ganze, eine große. Voll süß. Ist es so? Scharf steht hier, Digga. Warum, wenn das scharf ist, ey? Ich will es jetzt nicht aussprechen, aber das ist süß. Ein bisschen kindergartenmäßig am Schluss. Drei. Immer wenn ich koch, wird das Essen lecker. Tag und Nacht, immer wenn ich koch. Weißt du, was das hier ist? Ja, eine Mulde. Eins. Zwei. So, ja, so ist es drin, Leute. Das heißt, wir machen jetzt die Paste. Welche Paste? Das ist Schnick, Schnack, Schnuck. Das bin ich, rot oder grün? Rot. Ich bin grün. Schnick, Schnack, Schnuck. Grün. Grün? Grün rein. Ja. Hey! Was ist los? Ich habe jetzt so hier mit gekocht, du. Jetzt komm, riech halt mal. Komm. Alles Stream. So sieht es hier aus, wenn der Herr Bartscherer seinen Kochstream im Studio vollführt. Und wir haben einen Special Guest. What up, Dog? Adnan. Dirk, mach deine Spenden an, mach die Donations an, mach es an. Ist aus. Aber Leute, man kann eins in den Chat, wer möchte, dass Dirk die Donations wieder anmacht? Aber man kann zappen. Damit ihr hier bei dem jungen Mann donaten könnt. Also, was ich sagen wollte ist, Dirk und ich, wir haben uns darüber unterhalten,
Und ich habe ihn gefragt, und wie läuft der Stream? Macht das schon Sinn? Kannst du dir die Produkte schon von dem, was reinkommt, kaufen? Dann meinte er, nee, ich habe Donations ausgemacht. Dann sage ich, warum? Dann sagt er, nee, das ist, ich möchte nicht, dass es irgendwie komisch ankommt. Also, er findet es unangenehm, weil er denkt, das kommt komisch an. Ich finde, jeder, der was macht, zumindest, vor allen Dingen, wenn es freiwillig ist, hat das Recht, das so einzustellen, dass man ihm was donaten kann in irgendeiner Form. Wenn man das möchte und wenn man nicht, dann lässt man es halt. Guck mal, willst du Donations, geil? Ist doch okay, ist doch scheißegal, Alter. Aber ich mach's ja nicht mit Donations. Ganz ehrlich, wenn die Leute meine Songs hören und streamen, dann verdiene ich auch 0,0. Aber das ist dein Job auch. Das ist... Aber dann wird das halt zu deinem Job. Ich finde dich sehr unterhaltsam, Alter. Du machst gute Streams, Alter. Homie, mein Shit ist bio. Wie viele Songs hast du denn schon fertig für Agobi? Eine Menge. Wie sagt man, ein alter Mann ist kein D-Zug. Hey, willkommen bei True Culture, liebe Freunde. True Culture. Hey. Wie schon mehr ein Akzent? Wie findest du das? Kommt alle in seinen Twitch-Stream, sagt es denen nochmal, wie das hier heißt. Twitch.tv/Bartscherer. Hier wird gekocht.